Hallo liebe Abonnenten und Nicht-Abonnenten, und wenn ihr noch kein Abo habt, dann macht doch bitte unterhalb des Films so einen Klick auf Abonnieren. Das würde mich freuen. Das ist übrigens auch kostenlos, braucht ihr keine Sorgen haben. Und über einen Daumen würde ich mich auch freuen, Daumen nach oben natürlich, oder wenn ihr mal auf Facebook teilt. So, ich mache mal Folgendes, und zwar habe ich hier Birnen. Ihr seht, das sind ganz normale Gartenbirnen, keine gekauften, keine schönen Birnen. Und die sind auch teilweise wurmstichig. Und ich will heute keinen Birnenkompott machen, sondern ich will eine Art Sirup machen. Also ich will das Ganze einkochen lassen, damit ich eine Soße habe. Und zwar zum Beispiel über Eis oder über Pudding. So, und dazu eignen sich die Birnen am besten. So kann man sie natürlich nicht essen. Aber, ja, die ist sogar innen gut, da ist nichts dran. Man kann sie schälen und dann eben nur das gute Fleisch dafür nehmen, was man braucht. So, kann man ruhig grob abschälen hier. So, wie ihr seht, ist nicht viel übrig geblieben. So, wie ihr seht, ist nicht viel übrig geblieben. Nur so ein paar Stücke, aber das reicht mir auch. So, und da kommt jetzt erstmal ein Schuss Zitrone dazu. Dann mache ich hier die Platte an. Da kommt das drauf. Dann kommt Vanillezucker dazu. Oder Vanillinzucker. Ein Päckchen. Und dann hier einfach mal so bestreuen. Und ein paar Löffel Zucker. Und hier habe ich Pfefferminze, getrocknete Pfefferminze. Und davon werde ich mal hier ein bisschen was mit rein tun. Das kann damit kochen. Das gibt der ganzen Sache einen besonderen Kick. So, gut durchrühren. Und dann aufkochen lassen erstmal. So, das Ganze köchelt jetzt hier vor sich hin schon. Prima. So, und jetzt werde ich Folgendes machen. Jetzt ist auch schon ein bisschen weich. Ich werde die mal ein bisschen hier mit dem Zauberstab passieren. So. Deckel drauf und noch ein paar Minuten zerkochen lassen. So, jetzt haben wir das noch mal 5 Minuten kochen lassen. Und jetzt schütte ich das mal hier durch ein Sieb. So, einfach durchpassieren. So. Jetzt lassen wir das Ganze noch mal einreduzieren hier. So, jetzt blubbert es schon langsamer, nicht mehr so heftig, und dann sieht man, aha, das ist eingekocht. Ich habe das reduziert. Und jetzt im heißen Zustand ist das noch sehr flüssig, aber das wird eine Art Sirup. Und den kann man jetzt so löffelweise über Eis oder über einen Pudding geben. Schmeckt super lecker. Kommt natürlich auch auf die Birne, das Aroma der Birne drauf an. So, dann wünsche ich guten Appetit.